Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. So, dann wechseln wir jetzt mal kurz hier rüber. Und wechseln... Natürlich hallo an Bazis Chat. Ich bin die Louis. Okay. Genauso, hallo an Louis Chat. Ich bin nicht die Louis, ich bin der Steffen. Hallo Steffen. Sag ich Steffen oder Bazi? Was ist dir lieber? Das ist mir so egal. Also es geht absolut beides. Ich merke nur, sobald die Leute mich privat kennen, nutzen sie meistens eher Steffen. Aber ich bin komplett fein mit allem. Okay. Hallo Björn. So, Moment, da muss ich einmal kurz alles machen. Ihr dürft mir gerne mal kurz bei mir in den Chat reinschreiben, ob man die Louis so gut versteht oder ob ich da noch ein bisschen was lauter machen muss. Das kann ich gleich so zurückgeben. An meinen Chat. Versteht ihr den Steffen? So, jetzt machen wir noch den Chat hier einmal auf. So. Dann können wir nämlich jetzt auch einmal die Musik kurz muten, weil wir haben jetzt gleich Fall Guys Musik. Ich glaube, die kann ich tatsächlich noch ein bisschen lauter machen, aber ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, mit anderen Leuten Fall Guys zu streamen. So, ich glaube, ich habe alles. Ich hoffe, es passt so einigermaßen. Ja, bei mir sollte auch alles passen. Ah, wunderbar. Wollen wir reingehen? Oh, hoppla. Ja, wir kriegen das hin. Okay, okay. Oder auch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. So, ich glaube, ich sollte nebenbei aber auch noch ein bisschen dein Chat aufmachen, damit ich da noch ein bisschen... Kann ich deinen auch einfach pop-outen? Stimmt, oder? Ja, stimmt, kann ich. Wow, sehr cool. Ich habe eine andere Louis im Chat und die schreibt gerade, Louis und Steffen, so heißt einfach ihr Freund. Also, sie heißt Louis und ihr Freund heißt Steffen. Also ein Double im Namen. Plot Twist, ich bin der Freund. Das wäre jetzt witzig. So, nein. Wär mir tatsächlich neu, dass ich... Ich glaube, das wüsste ich. Ich glaube, das wüsste ich. So. Ja. In meinem Chat versuchen sie immer noch von 1 bis 10 zu zählen und failen die ganze Zeit. Okay. So. Also ich wäre ready. Ich habe gedrückt. Oh, let's shit. Go. Huch, wir machen nicht Solo, oder? Wir machen Solo? Wenn wir nicht du, machen wir nicht du. Ach so, sorry. Ich hab voll verkackt. Moment. Das ist ein sehr guter Einwand. Duo-Show hier. Sonst wäre ich gleich rausgeflogen, so in der ersten Runde. So, jetzt aber. Ach, ich vergesse auf bereit zu klicken. Sag das instant, wenn ich es vergessen habe. Wir carryen das jetzt, okay? Komm, okay, wir sind ein Team. Ich stümpel hier so immer im letzten Drittel ins Ziel. Aber meistens ist mein Duo-Partner einfach so gut, dass es so viele Punkte macht, dass es einfach so carryt. Du machst das, Steffen. Ich vertraue auf dich. Das ist sehr freundlich, aber... Du carries mich auch, okay? Okay, ich probier's. Komm, du wächst heute über dich hinaus. Ja, bestimmt. Wie heißt sie und streamt sie gerade auch? Ja, sie streamt. Louis the Dinosaur war's, ne? Ja, wobei ich habe den Chat einfach daneben. Wenn einer der Mods so nett ist, darf er gerne einmal ihren Twitch-Ding oder noch besser, will irgendjemand kurz einen Multi-Twitch-Link erstellen und den kann man ja einfach bei mir in den Chat reinposten, dann könnt ihr beiden gleichzeitig zugucken. Das wäre, glaube ich, sehr smart. So. Okay, hast du den gerade erstellt, oder? Also mein Mod hat auch schon einen erstellt. Oh, okay, wow, okay, du bist mir voraus. Mario hat den erstellt, ja genau. Also nicht ich, Mario. Super Mario. Du bist nicht Mario. Okay. Okay, die Map schaffe ich. Du schaffst alle, du musst an dich glauben. Ja. An das Herz der Karten. Ich wollte gerade sagen, du hast mir gesagt, glaub an das Herz der Karten. Deswegen glaube ich da jetzt dran. Und runtergefallen. Okay. Durch das Loch. Ist okay. Ach. Das war einfach unlucky. Das war... Nein. Ich hätte auf die andere Seite gehen sollen. Ich kann auch eine Seite besser als die andere. Ja, normalerweise gehst du immer dahin, wo es langsamer ist, aber ich war gerade ein bisschen zu gierig. Oh, ja. Aber das Ding ist, ich muss mich dran gewöhnen, dass es Duo-Shows ist und da es tatsächlich auch ein bisschen um Geschwindigkeit geht. Tut es? Es geht um Punkte am Ende. Deswegen sollte man tatsächlich ein bisschen fix sein. Da geht es nicht nur darum, hauptsächlich ins Ziel zu kommen. Oh.
Bist du sogar vor mir? Guck mal, hier, du ja. Hast mir einfach angelogen. Glaube, du carries uns. Du bist der Team-Carry hier. Erstmal am Anfang runtergefallen. Ja, wir sind aber safe auf jeden Fall schon mal weiter. Halleluja. Ja, da sind wir weiter. Yay. Perfekt. Und hallo, Luki. Also, habt ihr es geschafft? Alter, ihr habt es doch. Okay, die Leute haben es geschafft, bis 10 zu zählen. Ich bin stolz auf euch. So, und jetzt kann ich auch wieder ein bisschen kurz auf den Chat einmal achten. Moment, ich tap einmal kurz raus, weil, hallo Pierre, by the way. Lass dich mal nebenbei laufen. Das ist wunderbar. Du kannst meiner engelsgleichen, und Pierre auch, Dankeschön für dein Follow. Kannst mich auch, kannst meiner engelsgleichen Stimme, die auch gar nicht tot klingt, lauschen. Habe ich vergessen, das automatische Scrollen wieder mal Chat anzunehmen. Pro-Gamer Louis steht hier, ja genau. Ey, ich könnte jetzt viele sagen. Ich kann dieses Zackenhindernis, aber nur in die eine Richtung. Wenn sich das in die andere Richtung dreht, ich falle instant runter. Ich kann das nur, wenn das von rechts nach links fährt. Dann schaffe ich diesen Parcours. Ansonsten knall ich da jedes Mal runter. Wenn es euch nichts ausmacht, by the way, Mods, ihr könnt den Multi-Twitch-Link da oder Multi-Stream-Link einfach, keine Ahnung, alle 10, 15 Minuten oder so mal kurz reinknüppeln oder so. Da muss ich jetzt nicht kurz extra einen beim Nightbot erstellen. Schwindel erhöhen. Die kann ich auch. Hoffe ich. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn im Finalspiel dieses Kack-Rollenspiel kommt. Ha, Rollenspiel. Ich kann die diese Teamspiele nicht, wo man in so Gruppen eingeteilt wird, also in zwei Gruppen. Weil dann hast du halt manchmal Pech, dass du so mit den wirklich Schlechten in der Gruppe bist und dann fliegt man irgendwie so raus. Zum Beispiel ja, das Eiergerangel und so. Ja, genau. Ja, die mag keiner. Also glaube ich. Nein, ich hab aber die das Abfall geht. Verpasst. Ich hab die Abfall verpasst. So, diesmal ist Steffen vorne. Diesmal ist er schon vorne. Keine Sorge, diesmal kannst du dich auf mich verlassen. Wir wechseln uns einfach immer ab. Wir halten uns einfach gegenseitig den Rücken frei. Das klingt sehr fair. Aber ich bin sogar Erster, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Kann ich mich heaten lassen oder eher nicht? Ich lass mich heaten. Oh, wenn du ganz vorne bist, dann kannst du es probieren. Oh, wow. Ihr habt nichts gesehen. Bist du wieder hier. Hi. Was geht ab? Okay, Moment, die Melone hat mich mitgenommen. Ich habe gerade ein kleines bisschen gefailt tatsächlich. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht ungern, da will ich ungern drüber reden. Also, das war, das möchte ich einfach aus meinem Gedächtnis. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade nach vorne gefallen bin. Habe ich diesen Hammer erwischt? Ich habe gerade keine Ahnung, was passiert ist. Ja, du wurdest weggejeetet. Ist der Link safe, keine Virusgefahr? Vielleicht hat sich da irgendjemand, wobei, der Link ist von Louis aus dem Chat, also vielleicht will Louis hier auch noch Zugriff auf alle eure Konten haben. Oh nein, was ist passiert? Nein, die sagen so. Ist wegen, die wegen, falsch? Nein, aber sagt nur so, ist der Link safe, keine Virusgefahr? So, Spaß, aber nur, alles Tudi. Oh, ich hasse Energiekontrolle. Gibt nur Dino-Virus, alles gut. Wir haben die da nicht aus. Das kenne ich nicht. Oh, das habe ich noch nie gespielt. Greife die Batterie und färbe die Felder. Oh nein, das ist ein Teamspiel. Ja. Das wird nervig. Ich hasse es. Sieht das aus. Okay, was muss ich machen? Die Batterie so nehmen und dann lass mich doch los, Bruder. So. Och, ihr seid doch Heinis. Vor allem, das sind ja unsere eigenen. Ja, ja. Vor allem, der fängt einfach an, unsere eigenen zu grabben, weil er eine Batterie haben will, anstatt dann eventuell sich drum zu bemühen, die Energiedinger vom anderen zu holen. Weißt du, ich mache hier mit dem oben wenigstens schön Teamplay. Yo. MVP des Spiels, würde ich sagen. Wie ist das Ding hier oben bitte gelandet? Wir fällen hier das mal ein. So, ich snack mir mal kurz die Gegnerbasis. Hier mal
Ich mache hier mal die Gegend. Wir verlieren also gerade ein kleines bisschen. Richtig krass drunter, ja. Ja, wir hassen Teamspiele. Ja, wir hassen Teamspiele. Das sehe ich genauso. Es ist halt einfach nie gut, sich auf andere Menschen verlassen zu müssen. Nee. Vor allem auf Randoms. Randoms finde ich am allerschlimmsten. Okay, nee, da will ich gar nicht erst hin. Ja, ja doch, gerade führen wir, gerade führen, wir führen, wir führen. Müssen das nur durch. Hau, hallo. Wow, wir haben es echt noch geschafft. Uiuiuiui. Halleluja. Wow, was, what happened? Mit wem ich spiele, Lukas? Mit der guten Louis. Und wir rasieren. Also sag's doch. Erste Runde, wir holen das Ding. Ich glaube, ich muss meine Facecam noch ein kleines Stückchen hier rüberholen. Dschungeljump! Da bin ich schlecht. Da musst du als Erster jetzt ins Ziel, dass wir so genügend Punkte haben. Ich gebe mir Mühe. Mutest du dich gerade immer noch, bevor du irgendwas mit deinem Chat sagst? Ja. Weil ich halt auf das eingehe, was jemand schreibt, und dann denke ich mir so, das liest ja deine Leute vielleicht nicht alles. Deshalb. Okay, soll ich einfach meinen Chat fragen, ob das die nervt, und die werden dir sagen, dass es die nicht nervt? Okay. Nein, wie gesagt, du musst dich da wirklich nicht muten. I just wanted to be alive. Das ist ja auch voll okay. Aber du musst dich da echt... Ich die ganze Zeit. Das ist die richtige Einstellung. So, Dennis ist das letzte Mal in die andere Richtung gehüpft übrigens. Das war ein Fail. Stitch sagt auch, sie hasst diese Map. Mag sie eigentlich tatsächlich. An dem Hindernis hier, das ist so mein Untergang. Nein, fuck. Oh, ich habe das Effort gesagt. Verdammt. Ist okay. Nein, erst nach 10. Nein, ist okay. Okay, ich hätte ich nicht gefailt, hätte ich es vielleicht sogar als Erstes geschafft. Aber ich bin jetzt zumindest als Zweiter am Ziel. Position 2. Nice. Wenn du es jetzt auch noch gleich easygoing schaffst, dann sind wir doch safe vielleicht im Finale. Leben nervt. Das ist pessimistisch, Juna. Ah, guck mal. Die können uns ja gar nichts. Das ist einfach Dream Team. Oh, nice. Oh, ist dann da, es kommt schon das Finale dann? Ich kann es mir vorstellen. Es kommen 4 weiter. Das heißt, vielleicht kommt tatsächlich das Finale dann. Ich hasse diese Kackdigger, schreibt die andere Louis. Ich hasse fast alles in diesem Spiel. Oh, am schlimmsten sind die Hämmer. Ich komme mit den Hämmern nicht klar. Die treffen mich immer und ich lande random irgendwo. Oder gleich 5-mal gegen die Wand. Guckst du gerade auch dem mit dem langen Kopf zu? Ja. Das sah ein bisschen traurig aus. Also ich weiß aus. Immer noch nicht, ob das eine gute Idee ist, so einen Skin zu machen. Also. ich finde den Skin nach wie vor etwas fragwürdig. Er war einfach Erster hier weiter. Und by the way, mein Chat nervt's wirklich nicht. Okay, okay. Pessimismus ist besser, als enttäuscht zu werden. Ja, Wahnsinn. Krass. Nur 4 Trupps. Komm, wir holen das Ding jetzt. Ich bin gespannt, was die letzte Map ist. Ich hab Bock auf Bienenwabe oder Eisscholle. Weil jetzt habe ich einen gescheiten Controller, der funktioniert und wo ich nicht einfach so eine Eisscholle runterlaufe. Oh nein! Okay, hier vorab, ich bin die Erste, die bei dieser Map immer raus. Ja gut, dann bin ich Zweiter. Bin ich ganz schlecht. Das ist dann für mich die Todesrolle, weil ich kann die nicht. Dann bin ich Zweiter, ich habe die noch nie gewonnen. Untergang. Also ich bin immer schon rausgefallen. Ich bin sogar schon rausgefallen, bevor sie sich überhaupt gedreht hat, so schlecht. Du hoppst mich nicht. Ich bin am Anfang ein bisschen über diese Anfangswabendinger gehopst, weil ich die ein bisschen ausnutzen wollte. Ja. Und bin dann direkt in den Schlamm eingehüpft. Das war sehr, sehr traurig. Ich hasse diese Map, ne? Ey, jedes Mal. Und die kommt leider viel zu häufig. Macht doch keinen Sinn. Macht doch keinen Sinn. Diese Map macht einfach keinen Sinn.
Oh, da ist einer vor mir rausgefallen. Sogar, das sind schon drei rausgefallen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Keine Ahnung, der läuft hier einfach so. Ich mach das einfach so wie Dennis. Dennis macht das, der läuft auch immer so hin und her. Das Ding ist, irgendwann würde ich ganz gerne mal meinen Fluch brechen und die Map tatsächlich mal gewinnen. Okay. Ey, wir sind beide noch drin. Und jetzt sehe ich schwarz für mich. Okay, ich weiß nicht wie, aber ich habe es gerade noch geschafft. Der Typ nervt mich ein bisschen. Ich schiebe Panik. Komm schon. Wir sind immer noch beide drin, ne? Welcher? Der blaue? Der blaue ist super nervig. No. Okay. Oh, no. Aber wir sind die Letzten. Ist der andere raus? Wir haben gewonnen. Wir sind die letzten beiden. Nein. First round. Nein. Jetzt ziehen wir es aber auch durch. Hier. Bis einer runterfällt. Oh mein Gott. Wir ja, dann können wir ja aufhören für heute. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Na, wir verteidigen die Krone jetzt. Was? Was? Okay, langsam geht mir echt ein bisschen der Platz aus. Minimal. Okay, wir sind einfach gerade, wir sind einfach Pro-Gamer. Du kannst mir sagen, was du willst. Okay, bist du runtergesprungen oder runtergefallen? Ich bin ausgeschieden. Aber du kannst gerne noch üben. Ich bin runtergefallen. Okay, erstmal. Gesprungen und dann dumm gefallen. Erstmal haben wir den Schluck genommen und tatsächlich, wir haben einfach First Round. Richtig schon begrüßt. Wir sind, glaube ich, einfach zu gut für diese Welt. Meine Top 3 Animes. Also ich bin vielleicht halt einer. Das auch Corona. Vielleicht wird man durch Corona. Oh mein Gott, ich bin einfach geboostert. Ich trinke schnell einen Schluck. Machen Sie das. Erstmal meine Top 3 Anime. Ist halt schwierig, weil ich bin so einer von der alten Schule. Ich bin tatsächlich nicht so heftig im neuen Anime-Game drin. Dementsprechend, ich liebe halt nach wie vor Digimon. Digimon ist halt ganz oben. Ich liebe an sich auch Dragon Ball. Attack on Titan ist halt auch cool, was halt eher ein bisschen neuer ist. One Piece ist auch weit oben mit bei. Ich habe nicht so eine richtige Liste, aber du setzt Digimon auf die 1. One Piece, Attack on Titan und das GPS Cinematic Universe. Ich bin Realist, heißt gleich, ich schätze alles im Vorhinein ausdauert, aber dafür werde ich nicht enttäuscht. Ah, schwierig. Vorfreude ist eine schöne Freude. So, wenn du dich auf was freust und dann trittst ein, dann ist halt schon ein cooles Feeling. Ich krieg grad super viele Punkte. Merk schon, da hat sich wieder jemand gemutet. Shame on you. Nee, ich hab dich ausreden lassen. Nein, du hast dich gemutet. Warum lügst du mich an? Ich quatsch doch nicht dazwischen, wenn du redest. Wenn du hier deine Animes erklärst, rede ich doch nicht dazwischen. Ach was, hau rein. Ja, hab gespielt, oder? Ach, unterbrich mich, tritt rein, hau drauf. Ja, genau. Beste Anime ist übrigens Fullmetal Alchemist Brotherhood. So. Willst du nicht mal langsam deine lila Münzen ausgeben? Das Ding ist, ich kaufe mir ja die ganze Zeit alles, was ich kaufen kann. Aber ich habe halt irgendwie, ich glaube, ich hatte noch von, bevor ich, also als ich jetzt letztens wieder neu angefangen habe, hatte ich irgendwie, glaube ich, noch 52 Kronen über, bevor das halt ein Free-to-Play wurde. Und die wurden dann alle Münzen umgewandelt, deswegen habe ich irgendwie 190.000 Münzen bekommen oder so. Ach, die haben das auf null dann resettet. Ja, genau. Ich dachte, die Kronen wurden übernommen. Ja, zum Gewinnen, aber die bringen nichts mehr für den Shop. Die sind jetzt quasi nur noch ein, so nenne ich es mal, hier, du hast gewonnen, kriegst jetzt kurze Krone, aber damit kannst du halt nichts mehr kaufen. Und das wurde halt in die Kudos umgewandelt. Danke, Pierre. Jetzt müssen wir den Titel verteidigen, ne? Da war ein Dino-Skin in der Preview, würde ich nur sagen. Der kommt schon wieder, der Dino-Skin. Der wird gekauft. Sobald der Dino-Skin wieder da ist, wird der gekauft. Das gerade der Fullmetal Alchemist als besten Anime bezeichnet. Nein, nur den Brotherhood. Nicht den, ja. Nicht den Fullmetal Alchemist. Der ja. Mit Brotherhood. Ganz wichtig. Da bin ich bei. Die Ergänzung musst du ranhauen. Sonst macht das keinen Sinn. By the way, Death Note ist auch noch ganz weit vorne.
ja. Death Note ist auch super. Das ist so der Anime, den man jedem empfiehlt, der noch kein Anime geguckt hat. Ja. Aber er ist auch einfach echt gut. Shin, was ist deine Meinung? Shin, erzähl. Was ist der beste Anime? Was ist jetzt mein? Die Rolle hat mich einfach überwalzt. Diese Rolle hat mich gerade voll überwalzt. Unrot gefallen. Okay, geht's auf den Weg. Komm, ich schaff das noch. Oh, ja. Ich hab so gerechnet, weil ich Brotherhood rangeschlagen hab. Ja. Ich bin Erster. Ich hüpfe. Bei dir ist es Sailor Moon Crystal. Ach ja, Sailor Moon. Sailor Moon und Dragon Ball haben eh Anime in Deutschland geebnet. Kannst du sagen, was du willst. Sailor Moon ist toll. Oh ja. Oh ja. Sailor Mars ist immer noch die coolste. So, jetzt hast du gecarried. Guck, jetzt sind wir nicht für Position 7. Mhm. Weil ich so spät erst in 7 bin. Ach, alles gut. Bleach ist auch super. Viel gut. Bleach war auch super. Hab ich nie gesehen, tatsächlich. Hab ich den Manga gelesen. Happy Tree Friends. Happy Tree Friends. Fun Fact, mein allererstes YouTube-Profil habe ich damals erstellt, weil man einen Account gebraucht hat, wo man 18 ist, um Happy Tree Friends auf YouTube zu sehen. Oh Gott, das kam doch auf MTV früher, oder? Auch, ja, aber irgendwie, keine Ahnung, so 2007, 2008 oder so, waren halt ein paar Folgen oder Clips oder so auf YouTube und die konnte man halt nur angucken, wenn man einen Account hatte oder sowas. Da war auf jeden Fall irgendwas und dann habe ich mal einen erstellt und ich glaube, inzwischen müsste ich da irgendwie, keine Ahnung, 42 sein. Oh, die Antwort auf alles, also ist in Ordnung. Gut, ja. Ja. Also Shin sagt ja, das Original ist Sword Art Online, fand er ziemlich nice, da stimme ich zu. Dann Bleach natürlich und Berserk. Berserk habe ich noch gar nicht geguckt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ist auf Netflix, oder? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Netflix? War das, dass man hier unten schneller ist? Unten lang? Ich glaube. Uhu. Ah ja. Oh, oh, oh. Nein. Oh, jetzt wollte ich diesen Hack gehen, den mir einer gezeigt hat und es ging das nicht. Schnell außen rumlaufen. Nein, 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 ich will da durch. Oh, ich wollte da noch durch. Ah, okay, die sind bei dir. Die haben auch wieder verbuggt. Die sind ganz weird wieder im Boden drin. Sind eigentlich noch, weil einer hat vorhin gefragt, ich hab's ganz vergessen, noch so viele Bots unterwegs hier? Nicht, dass ich wüsste. Also Hacker oder so sind auch nicht mehr so wirklich viele drin. Ist das nicht mehr so verbuggt, oder? Wie früher? Glaube nicht. Ja, Jujutsu... Jelly-Stangen. Jujutsu Kaisen ist ja aktuell auch sehr im Hype. Ja, das fand ich aber auch gut. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ich musste so vieles nachholen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ich fand so, das war so... Naruto, irgendwie so Team 7, nur die Sakura in dem Team ist nicht ganz so useless, sondern die ist auch stark. Aber es ist weird, wenn der Sakura nicht useless ist. Oh. Aber die ist auch gut. Die hat auch, die ist das echt schade mit Sakura. Also sie hätten ja auch ein paar coolere Fähigkeiten. Immerhin war sie später ein bisschen usefuler, als sie so ganze Healing und so konnte, aber davor... Hm. Weiß nicht, wenn du halt ein laufendes Medikit bist, dann... schwierig. Hey. Der Supporter ist wichtig. Der Supporter ist immer wichtig. Einmal Spider Support. Ja, das war auch super gut. Das auf Crunchy. Das Problem ist, Sakuras Charakter war halt einfach langweilig, weil es war halt einfach nur, hey, guck mal, XD, ich crush Sasuke, fertig. So. Die mussten die Frauenquote in dem Team hochhalten. Das ging nicht anders. Ja, aber dann hätte man da einfach so viel mehr draus machen können. Ja. Hätte man. Hätte man definitiv. Komm, wir holen den Golden. Der bei mir. Ich habe einen Ring. So, das war alles für heute. Mehr schaffe ich nicht. Genau, das meine ich. Mehr schaffe ich nicht. Aber wir können noch mal im Kreis. Verdammt. Wo ist der Goldene? Ich will auch mal wieder. Nehme ich den damit. Ah, oh, komm schon. Da spawnt jetzt bestimmt einer hier oben. Spawnt einer hier oben? Natürlich verdammt. Nicht. Immer wenn ich da hochrenne, spawnt kein... Doch, jetzt spawnt einer hier. Nein! Komm, komm, komm. Habt ihr gesehen, wie der Ring einfach erst gespawnt ist, nachdem ich runtergefallen bin? Ah, ich hasse dieses Ringeding.
Ich mag es tatsächlich auch gar nicht, aber wir stehen wohl gerade ganz gut da. Und ich sag's mal so, ich bin definitiv kein Grund, warum wir gut dastehen. Ich auch nicht. Irgendwer hat bestimmt die 5 Funkteringe eingehamst vom Team. So, hallo Schulte, schön, dass du reinschaust. Wupp, wupp. Meiner. Ha, oh, das war echt meiner, wow. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, Assassination Classroom. Oh ja, das war auch ein super Anime. Oh. Den habe ich sogar angefangen, der ist, glaube ich, auf Netflix, ne? Nein, nein, nein. Oh, ich Gott im Himmel, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so... Okay, ich hab's gerettet, ich wäre fast dumm gestorben. Wie wir gerade alle um diesen Ring hier. Hat hier oben jetzt bitte wieder einer spawnen? Aber es funktioniert, es funktioniert. Okay. Schade. Ich finde, das ist auch so ein bisschen Glücksspiel. Ob gerade so ein Ring da ist, wo du bist. Ja. Gerade bei so vielen Leuten. Er hat einen Ring-Stil gemacht. Gut, aber wir sind, glaube ich, relativ safe. Also ich habe definitiv hier nicht gecarried. Nö, ich auch nicht. Ich bin auch noch rumgeputzt. Food Wars finde ich noch gut. Den habe ich gesehen. Food Wars gut? Da kriege ich auch nur Gutes davon. Ich bleib bei meinen Fanfiction, da ist mein Lieb zu Sakura. Am Ende von der Assassination Classroom hatte ich leicht Pipi in den Augen, schreibt Jin, ja. Oh, das ist verständlich, das Ende war aber auch mit Koro-Sensei, war sehr, sehr traurig. Oh, Koro-Sensei. Oh, ich war im Elbenwald, da hat einen Laden aufgemacht hier in München, so ein riesen Elbenwaldladen, richtig cool. Wir haben schon Finale? Da war ich da und da waren auch so Anime-Shirts und dann eine nur so, das ist voll das hässliche Tentakelmonster auf dem einen Shirt und es war ein Koro-Sensei und ich so, Koro-Sensei, oh nein. By the way, das hässliche Tentakelmonster benannt. Wir sind im Finale, ne? Nein. Hä? Das ist das Finale. Schon? Oh nein. Oh ja. Schwierig. Das Ding ist, ich mag Sprungprobe, aber ich hasse es mit dem Wind. Und dass hier Plattformen runter, dass hier Plattformen verschwinden. Wir sollten uns aufteilen, oder? Falls, ich bleib hier mal so ein bisschen stehen. Je nachdem, welche Plattformen halt runterfallen. Ja, okay, die werden wahrscheinlich alle nacheinander fallen, tatsächlich. Also immer ja, die nächste. Das ist ein bisschen weird. Oh, oh. Wichtig ist, du darfst nur nicht, ui, okay. Du darfst nur nicht hüpfen, wenn der Windstrahl kommt. Oh ja. Weil wenn du nicht auf dem Boden bist und dann kommt der, dann hast du ein Problem. Oh, oh. Okay, hoffentlich fällt die letzte weg. Ich will 2 Ebenen haben. Oh, oh. Da kommt der Ventilator übrigens. Mhm. Okay. Jetzt kann ich rüberlaufen. Ja. Ich bin raus. Das war mein Untergang. Ich hoffe nur, es grabt niemand. Wenn jemand grabt, dann ist Kacke. Oh, spannend. Okay. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Vogel. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Vogel. Ich wollte gerade sagen. Der grinst doch echt sass. Der grinst super sass. Tukan ist es. Ah, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Und jetzt gehen wir. Ist das spannend? Trau dem Tukan kein Stück über den Weg. Na, das ist so ein richtig fauliger Tukan. Nee, geh weg von mir! Oh, der wird mich grabben. Ja. Bruder, ich will nicht bei dir bleiben. Danke, das ist perfekt, der Outfit gerade. Wer das Artrennen hat, King Louis. Nice. Oh, ist das spannend. Einfach gewonnen, schon wieder. Wir haben es verteidigt. Oh mein Gott. Was ich zu Hinata sag? Hinata ist cool, aber auch leider ein bisschen useless. Ja, in der Tat. Obwohl sie sehr stark wäre. Ja. Oh, wie stark. Was ist denn bitte schon hier los? Ich sag's so, wir sind einfach zu gut. Unser Team ist einfach overpowered. Ich glaube, deine Elo ist so hoch und meine ist so low, dass wir so jetzt in so einem Mittelding sind. Und da carryst du einfach am Ende. Aber so werden wir gut, Water Dragon. Gut, ja. Und ich hatte nur einen Kaffee heute. Zweiter Sieg, ja. Hoffi, wir haben im zweiten Match heute den zweiten Sieg. Wir haben einen Lauf.